So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect 1. Die Frage ist, sollen wir mit der sprechen? Na, schauen wir mal, was passieren wird. Wir haben ja vorher, glaube ich, in der letzten Aufnahme haben wir hier gespeichert. Kann ja nichts schief gehen, hoffe ich. Khalisa bin Sinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Vielleicht. Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Geehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Nö. Nicht der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda. Aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Gott, ich hasse sowas. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Es hat einen Unfall gegeben. Der Rat hatte nichts damit zu tun. Es gab einen Unfall in den Binhex-Laboren. Um die vertraulichen Informationen der Firma zu wahren, kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Das ist eine überraschende Enthüllung, Commander. Uns gegenüber hat Binhex bisher immer nur gemauert. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Wenn wir uns ihn verdienen. Respekt ist eine komische Sache. Die Leute meinen immer, sie hätten ein Anrecht darauf. In Wahrheit muss man ihn sich verdienen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir ihn verdienen. Sie sind ein Idealist, Commander. Aber ein aufrichtiger. Ich hoffe, dass Sie Recht behalten. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spekter namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Das ist kein guter Plan. Das Interview ist beendet. Sie haben offensichtlich Ihr Vorurteil schon gefällt. Ich werde es nicht bestätigen. Entschuldigung. Sie können nicht einfach weggehen, Commander. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu wissen. Stimmt es denn nicht, dass Sie für den Rat nur ein Lockvogel sind? Deswegen mögen die meisten Leute keine Journalisten. Und nicht ganz verstehen. Nee, wir wollen jetzt hier noch nirgendwo hinfahren. Wir haben hier einen grünen Punkt. Für was ist der gut? Achso. Ausrüstung, aber der hat ihn nicht gescheit, glaube ich. Wir brauchen Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Na dann, zeig mal her, was die guten Sachen sind. Na ja, gut, das ist ein bisschen besser. Allerdings für 2,9 Millionen ein bisschen teuer. Und 230.000, aber das ist auch besser. Die ist auf jeden Fall besser.
Die haben wir mal gekauft. Was haben wir denn hier unten? Die beiden Lizenzen nehmen wir mal mit. So. Dann gehen wir wieder auf Vergleichen. Die haben wir angelegt. Die anderen können die nicht tragen. Die ist nicht so viel besser. Die ist aber besser. Oder? Nee, schlechter. Wie sieht es denn aus mit Turianer Gedöns? Was haben wir denn da? Die ist schlechter. Das ist in der Regel alles meistens schlechter. Gut, dann haben wir das hier mal erledigt. Viel gab es ja eh nicht. Den können wir auch nicht scannen. Dann gehen wir mal hier hinten lang. Halt, hier hinten lang meinte ich. Machst du irgendwas? Hallo, Commander. Okay, offenbar nicht. Das war der Typ von Seesicherheit. Schön, Sie zu sehen, Commander. Okay, sonst kann der offenbar auch nichts mit uns sprechen. Den haben wir schon gescannt, soweit ich mich erinnere. Und hier gibt es sonst nichts mehr. Mich würde interessieren, welcher da noch fehlt. Gehen wir denn zum Präsidium erstmal, oder? Zum Bezirkszugang. Den haben wir auch schon gescannt. Immer noch nicht, welcher uns fehlt. Ich vermute, der hier vorne. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ja, der ist es. Der fehlt uns noch. Kann ich dich nicht irgendwie anderweitig beschäftigen? Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms. Einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portalmonument, ein Maßstabmodell eines proteanischen Massenportals. Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Citadel, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Citadel beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Citadel. Mhm. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Portalmonument. Erzählen Sie mir mehr über das Portalmonument. Die Asari haben die Citadel als erste entdeckt. Das Portalmonument ist eines der interessantesten und umstrittensten Bauwerke der Citadel. Was hat denn dieses Kunstwerk zu bedeuten? Vielleicht ist es nur eine Erinnerung an die proteanische Eitelkeit. Und daran, dass die Galaxie mit Hilfe der Massenportale erobert wurde?
Oder vielleicht ist es ein Symbol der Einheit. Eine proteanische Vorhersehung, dass die Völker der Galaxie mit Hilfe der Massenportale hier zusammenfinden würden. Es gibt keine gesicherten Fakten darüber. Deswegen beschäftigen sich viele Akademiker und Historiker mit diesem Portalmonument. Okay. Aber mit hier was zum Zitadellturm. Erzählen Sie mir von diesem Zitadellturm. Er beherbergt die Ratskammern und die Zitadellkontrolle und ist eines der wichtigsten Gebäude auf der Station. Zugang zu diesen Bereichen wird nur Personen mit autorisierter Berechtigung gewährt. Was passiert in der Zitadellkontrolle? Die Zitadellkontrolle verwaltet alle ein- und ausgehenden Transitflüge. Alle Schiffe im Umkreis von 2000 Kilometern der Zitadelle unterstehen der Zitadellkontrolle. In Spitzenzeiten werden manchmal mehr als 1000 Schiffe verwaltet. Erzähl mal von den Ratskammern. Ich möchte mehr über die Ratskammern erfahren. In diesem höchsten Raum des Turms führt der Rat seine Geschäfte, mit weitreichenden Entscheidungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Die Ratskammern sind ein wahrhaft beeindruckender Anblick. Allerdings können nur wenige sie persönlich bewundern. Dort haben für gewöhnlich nur Ratsmitglieder, Botschafter, hochrangige Offizielle und die verschiedenen Assistenten Zutritt. Ich war drin. Ich bin schon in den Ratskammern gewesen. Nur einer Handvoll Besucher von Zitadelle wurde dieses Privileg bis heute eingeräumt. Wenn es nicht außerhalb meiner Programmierung läge, wäre ich jetzt neidisch. Kein freier Zugang. Wie kann man mit dem Rat Kontakt aufnehmen? Durchschnittliche Bürger müssen die ausgewiesenen Kanäle kontaktieren, wenn sie eine Anhörung vor dem Rat wünschen. Dies wird in aller Regel durch die zuständigen Botschafter vermittelt. Aber nur wenigen wurde bisher Zugang zu den Ratskammern selbst gewährt. In aller Regel vertreten die jeweiligen Botschafter die Interessen ihrer Bürger. Okay, erzähl mal mehr über die Keeper. Ich möchte mehr über die Keeper wissen. Über diese Verwalter von Zitadelle ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Zitadelle-Bestimmungen dürfen die Keeper bei der Ausführung ihrer Arbeit niemals gestört werden. Wer diese Bestimmung missachtet, muss mit harten Strafen rechnen. Keeper sind in allen Sektionen von Zitadelle anzutreffen. Aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Warum ausgerechnet hier? Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Zitadelle sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aussteuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Also eher nicht, würde ich mal sagen. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Aber die lockt sich nicht um. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ja, wie soll ich denn sonst an das Ding rankommen? Das ist der letzte Keeper hier. Wie mir scheint. So, was spricht denn eigentlich unsere Karte? Was haben wir denn hier? Da haben wir Avina. Avina. Ups. Ja, es ist der letzte. Signalortung. Das Signal scheint aus dem Bezirkszugangskorridor zu kommen. Da waren wir doch gerade. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ist doch sonst nichts, was man irgendwie. Dann habe ich es falsch geschaut.
Bezirkszugangskorridor, das sind wir doch. Aber hier lässt sich nicht scannen. Oder gibt es noch einen anderen Bezirkszugangskorridor? Schauen wir, vielleicht ist es hier unten. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Wo könnte dieses Signal versteckt sein? Das müsste ja dann irgendwo hier eventuell sein, oder? Wie wär's, wenn wir nach der Schicht in Koras Nest gehen? Klingt gut. Einige der anderen gehen zu Novios Abschiedsparty. Hatte ganz vergessen, dass die heute ist. Wo geht er nochmal hin? Noveria. Offenbar gibt es dort Bedarf an Firmensicherheitsleuten. Noveria? Oh, der war's. Cool. Dann haben wir das offenbar jetzt doch fertig. Das finde ich gut. Schauen wir mal. Irgendwo muss es ja sein. Dieses Signal. Präsidiumstechniker versuchen herauszufinden, warum sich ein Computersystem vor kurzem auf katastrophale Weise überladen hat. Die Techniker sind sich bisher nicht sicher, wodurch die Fehlfunktion verursacht wurde. Sie wissen auch nicht, wozu dieses System ursprünglich diente. Super. Der Zitadell-Sicherheitsdienst untersucht den möglichen Vandalismus oder Missbrauch öffentlichen Eigentums. Na dann schauen wir mal. So, ich bin jetzt... Wo bin ich hier? Zum Präsidium, ins Flux. Die Frage ist, in welche... Vielleicht ist es hier irgendwo. Da ist auch nichts. Man hatte mir gesagt, dass du es seist. Kaum zu glauben. Shepard ist jetzt erwachsen und beim Militär. Wer bist du? Sind wir uns schon begegnet? Ich bin Finch. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an mich, aber wir waren beide bei den 10th Street Rats. Vielleicht kannst du dich ja gar nicht daran erinnern, in einer Gang gewesen zu sein. In den Videos über dich wird nie was davon gesagt. Die Leute können meine Vergangenheit ruhig kennen. Ich habe nichts zu verbergen. Tatsächlich.
Und wenn jemand ein Interview gibt und über Commander Shepards Zeiten in der Gang berichtet. Was soll das für eine Erpressung? Wir wollen keinen Ärger machen, sondern dich nur um einen kleinen Gefallen bitten, Shepard. Aus alter Verbundenheit. Einer der Reds, Kurt Weisman, wurde von den Turianern eingebuchtet. Vielleicht kannst du mit der turianischen Wache in der Bar reden und ihn rausholen. Gründe? Warum wurde der Mann verhaftet? Nur irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht hatte er ein bisschen roter Sand dabei. Du kennst die Turianer ja. Sie haben eine große Sache draus gemacht und wollen ihm jetzt den Prozess machen. Du glaubst nicht etwa, dass ich Weisman bei einem Gefängnisausbruch helfe, oder? Natürlich nicht. Aber die Leute sagen, dass du ziemlich gut mit diesen Aliens umgehen kannst. Wir bitten dich nur, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Was macht ein Mitglied der 10th Street Reds denn auf turianischem Gebiet? Seit du nicht mehr dabei bist, haben die Reds ihre Geschäfte ausgedehnt. Ein paar Hilfsdienste hier, ein paar Transporte da, solche Sachen eben. Keine Versprechen. Ich werde mit dem Turianer reden und sehen, was sich machen lässt. Danke, Shepard. Ich wusste, dass man sich noch auf dich verlassen kann. Die Wache ist in Koras Nest. Wenn du dich darum kümmerst, werde ich dich zukünftig in Ruhe lassen. Mhm. Und wenn nicht, werde ich dich einfach umlegen. So einfach ist das. Dann schauen wir doch mal, wer die Wache ist. Turianische Wache ist es. Na, schauen wir mal. Kann ich Ihnen helfen? Ein Mann namens Finch wollte meine Autorität als Spectre missbrauchen, um Kurt Weisman zu befreien. Den Xenophobiker. Hätte ich mir denken können, dass er nicht alleine arbeitet. Danke für diese Information. Wir werden die Zellenwache für ihn verstärken. Ich wusste, dass du uns reinlegen würdest, Shepard. Jetzt wirst du dafür bezahlen. Wir werden allen deine Story erzählen. Dann wissen diese Aliens, wen sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht haben. Mit einer Schmutzkampagne gegen den ersten menschlichen Spectre tust du der Menschheit nicht gerade einen Gefallen. Der Spectre hat recht. Die Menschheit hat jetzt die Chance, sich zu beweisen. Man spricht sogar über einen Sitz im Rat. Das ist doch klar, dass ihr zusammenhaltet. Ihr würdet ja sogar zusammen ins Bett gehen. Wir brauchen die anderen Völker, Finch. Das ist der beste Weg, die Position der so Menschheit zu stärken. So ein Vollidiot. Okay, Shepard, du hast recht. Die Reds sind nicht deine Gang. Wahrscheinlich waren sie es nie. Dieser Mann ist ein Xenophobiker, der glaubt, einen Spectre erpressen zu können. Sie hätten ihn töten sollen. Nicht mein Stil. Auf Wiedersehen, Menschen-Spectre. Bin gespannt, was für ein Spectre sie in Zukunft abgeben werden. Ja, ich hätte ihn umlegen können. Aber was hätte ich davon gehabt? Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Na, dann halt nicht. Zwingt dich ja keiner, mit mir zu reden. So. Aber ich weiß immer noch nicht, wo dieses komische Signal herkommt. Aber es ist, glaube ich, auch nicht hier im Flux, hier im Dings, sondern wahrscheinlich im... nicht hier im Colossus Nest, sondern wahrscheinlich eher im Flux zu finden. Feuerantdämmungssystemgedöns. Hier gibt es sonst nichts. Was ist mit dir? Mit dir kann man nicht quatschen. Mit Morlang kann man sprechen. Ja, Mensch. Brauchen Sie etwas? Herr Baines. Was wissen Sie über Baines? Ich habe ihn nie getroffen, Mensch. Ich kannte nur den, der mit dem Doktor gesprochen hat. Okay, ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Schon mal. Ja, in Ordnung. Viel Glück, Mensch. Wer bist du? Hey, Commander Shepard. Ach, der. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Diese macht gar keinen Sinn, aber wir nehmen die mal. Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. Wieso schaut er eigentlich in den Videos an? Heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Hey, kann ich ein Foto von ihnen machen? Warum auch nicht? Ich habe kein Problem damit, aber warum?
Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an Sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von Ihnen. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Warum auch immer. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Ich möchte mehr über Pharos wissen. Es ist eine alte proteanische Welt. Ein wenig Fernliebe, wenn es nur wäre. Deren Gebäude sind immer noch dort zu finden. Die Menschen waren nicht die Ersten, die dort siedelten. Aber bisher die Letzten. Mir wurde gerade klar, dass mein Kontaktmann dort sich länger nicht gemeldet hat. Naja, es wird ihm bestimmt gut gehen. Ich möchte mehr über Pharos wissen. Also, das haben wir schon gehabt. Naja, es wird ihm bestimmt gut gehen. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Genau, zeig mal. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Ich glaube ja nicht. Schauen wir nach unten. Da haben wir Lizenz. Ja, das nehmen wir auch mal mit. So, dann vergleichen wir mal. Das ist auch schlechter, das ist auch schlechter. Das ist ein bisschen besser, aber naja. Und für den Preis geht's eigentlich. Ja, lass mal das. Ich wollte ja nur schauen. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Das ist keine Quittung. Es ist ein Kontoauszug. Da steht, dass ich was bei Ihnen gekauft habe und wann. Schön, dass Sie was bei mir gekauft haben. Wer geht denn mit einem Kontoauszug zum Händler? Was Flachs ist hier? Achso, das war das Ding hier, was gerade geleuchtet hat. Aber hier ist auch nichts. Wo könnte das Ding sein mit dem Signal? Schauen wir mal in die Klinik. Erstmal hier einen Abstecher dahin. Nehmen wir das Medigel mit. Ja, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Nichts, was von Interesse wäre. Aber hier ist auch nichts. Da ging es ins Flachs, oder? Nee, da hinten. Hier ist nirgendwo irgendwas. Verstehe nicht, wo dieses Signal sein soll. Ich kann nicht glauben, dass das derart öffentlich passiert. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Man kann mit Doran tanzen? Warum? Bringt aber nichts. Ja.
Commander, danke nochmals für Ihre Hilfe. Okay. Ich warte auf jemand anderes. Was ist mit dir, Channel? Hallo, willkommen im Flux. Ja, auch nicht sehr gesprächig. Komisch. Hier ist nirgendwo irgendwas, wo das irgendein komisches Signal herkommen könnte. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht. Noch nicht, sagen wir es mal so rum. Erstmal auf die Karte schauen. Moment. Dann hier richtig? Ja, sieht so aus. Gut, ob wir das Signal finden, sehen wir dann in der nächsten Folge. Für diese Folge sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.